Doch, ey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Doom. Ja, warum wir jetzt mal aufgehört haben? Ja, das soll nicht so schwer sein. Ich hoffe es jedenfalls. Bin ich wieder voll irre. Wie immer. Tot. Na egal. Oh Gott, wenn hier wieder anfangen. Kannst du dein Waffenrad? Ich kann den ganzen Waffenrad. Oh, Waffenrad. Merken, Chain-Up, Plasma-Gewehr, Gasgewehr, Pistole, Schrotflinte, Super Schrotflinte. Gut. Gasgewehr, gerne. So, schalten wir noch zwei ran hier, unauffällig. Fast da. Jetzt stelle ich aber echt oft. Ich war schon fast da und hatte schon fast ihr Kackleben da vorne. Mann. So eine knappe Sache. Ich lasse mal gewähren, was geht's.
Aber man merkt schon an der Munition, dass die viele Gegner kommen. Vierfacher Schaden, ganz wichtig. Patronenmarken sammeln, haben wir nur drei davon. Naja, gut, egal, das müssen wir auch überleben. Up, up and away. Oh yeah. Oh yeah. Ich bräuchte vielleicht ein paar mehr Felddrohnen für mehr Upgrades, aber ich bin so inkompetent im Dinge finden. So, weiter geht's. Hölle auf dem Mars. Yay. Los geht's. Der Atrium Tower ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, da geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. Dämonen in 5 Sekunden. Das wird schwierig. Okay, wir könnten
geht nicht. Das machen wir vielleicht noch irgendwann nochmal. Sonst nach einer Zeit zwischen Salven machen. Kann man vielleicht auch noch machen. Und dann auch wieder Zeit. Erstmal geht nicht upgraden. Alter, ich mach's übersehen, ey. Das ist ja kacke gewesen. Eine kleine Marke. Wieder. Wenn das meine Objectives. 3 Datenprotokolle, 5 Dämonen mit einer Kettensäge töten. Revenant, während er sich in der Luft befindet. Schwierige Dinge. Wenn es eine Kettensäge wäre, vielleicht noch machbar, wenn ich mehr Benzin hätte. Yay, Verbindefehler offline. Diktat der Systemadmin benachrichtigt. Ich glaube, es gibt keinen Systemadmin mehr hier. 1 von 3. Ich nehme den Telefon einsacken. Ciao.